Am 2. Juni findet das Launch-Event von Huawei statt. Was vorgestellt wird, was an Smartphones kommt mit der P50-Reihe, das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's. Ja, wie gesagt, am 2. Juni findet das Launch-Event von Huawei statt. Vorgestellt werden soll die Huawei Watch 3, das Mate Pro 2 und die finale Version von Huaweis eigenem Betriebssystem Harmony OS 2.0. Außerdem sollen die Nachfolger der P40-Reihe, also Smartphones, kommen, und zwar die P50-Reihe. Vermutlich ein P50 und ein P50 Pro, vielleicht noch ein Pro Plus Modell. Die Bilder dazu, die Renderbilder, blende ich euch mit ein. Da könnt ihr euch das Ding mal anschauen. Ja, spannend bzw. ungewöhnlich ist das Kameramodul auf der Rückseite. Wir haben zwei kreisrunde Module. In dem obersten haben wir drei Kameras drinne. In dem untersten haben wir eine, sowie noch einen LED-Blitz. Alles wieder in Zusammenarbeit mit Leica höchstwahrscheinlich. Ja, und die Brennweiten der Kameras sollen zwischen 13 und 90 mm liegen. Huawei ging auch oft immer auf Zoom. Jetzt haben wir es eher im Weitwinkelbereich. Ja, da müssen wir schauen, was die Tests dann sagen, wenn die Geräte dann mal in den Händen sind. Und das ist dann auch wieder die Frage, wann kommen die Teile nach Europa? Und ja, wie groß ist das Interesse jetzt noch an Huawei-Geräten? Ich meine, es gibt immer die einen oder anderen, die sich sowieso mit ein bisschen Rumbasteln auskennen, was dann das Betriebssystem angeht. Für die ist das vielleicht interessant, aber jetzt für den Otto-Normalverbraucher, ja, die Kamera, aber man nutzt ja trotzdem die Google-Dienste überwiegend. Viele sagen, nee, brauche ich nicht, aber die meisten brauchen es und wollen es. Ja, und da haben wir natürlich mit Huawei ein Problem. Ne? Huawei hat weiterhin durch die Sanktionen ihr eigenes Betriebssystem, was wie gesagt auch vorgestellt wird, dann an dem Launch-Event. Ja, da muss sich der ein oder andere Huawei-Nutzer eben entscheiden, was er macht. Oder man guckt eben Richtung Honor. Ja, die ehemalige Tochter von Huawei, da habe ich ein extra Video dazu gemacht. Die haben nämlich in ihren künftigen Smartphone-Generation wieder Google-Dienste vorinstalliert. Schaut euch mal das Video an, da kriegt ihr ein paar Informationen, und ja, dann muss das jeder selber entscheiden. Wie gesagt, warten wir mal ab, das Launch-Event, was Huawei dann da vorstellt, und da können wir mal gespannt drauf sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören. Das war's erstmal. Bis später. Ciao.